Ein Video für die Mittwochsgruppe für Julius, Jakob, Simon, Linus, Samuel, Devin und Fenja. Und zwar geht es heute um Tipps auf dem Cajon. Tipps bilden die Microtime. Das ist praktisch wie eine Person, die in der Band die ganze Zeit einen Shaker spielt, Kashishi oder Hi-Hat. Eine Ebene, die sich so anhört, wenn ich von 16 ausgehe. Beat, Viertel, 1, 2, 3, 4, Microtime, 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich tippe die Microtime durch und jetzt kommt's, darüber spiele ich Rhythmen. Zum Beispiel betone ich die rechte Hand, rechts, links ist Tipp, rechts wieder ein Open und links wieder ein Tipp. Und das mache ich aber zum Training erstmal nur auf dem ersten Beat im Takt und den zweiten, den dritten und den vierten Beat lasse ich komplett als Tipps, nur Microtime, mit dem Beat im Fuß. Dann hört sich das so an. Das ist die rechte Hand. Mach das erst auf dem ersten Beat wie gerade und dann auf dem zweiten auch noch und auf dem dritten, auf dem vierten, bis die rechte durchgroovt. Und immer wieder die Tipps, die dürfen nicht lauter werden. Die sollen nicht irgendwann dann so wie Slaps sich anhören, sondern die bleiben leise. Ja? So, das ist nicht weiter schwer. Lustig wird es jetzt, wenn ich sage, okay, was ist denn mit meiner linken Hand oder die Offbeat-Hand, sagen wir dazu, die schwache Hand, dann ist es wesentlich schwieriger. Das heißt, ich habe trotzdem die Microtime natürlich mit der Beat-Hand beginnt. 1, C und D, 2, D und D, 3, D und D, 4, D und D, 1, D und D, 2, D und D, 3, D und D. Ich spiele die 1, D und D, 2, D. Slow Motion, in langsam. Das heißt, ich beginne mit der 1 auf den Beat mit der rechten Hand, aber mit einem Tipp. Und die E und D, die linke Hand, macht die Lauten open am Anfang. Ja? Ich mache mal das langsam. 3, E und D, 4, E und D, 1, E und D, 2, E und D. Hier ist wieder die rechte auf dem Beat, 4, E und 1, E und D, 2, E und D, 3, E und D, 4, E und D, 1, E und D, 2, E und D, dann als Bass, 4, E und D, 1, E und D, 2, E und D. Guck, dass die rechte wirklich auf dem Beat ist. Yeah.
Er merkt, das ist nicht so ohne, macht es, wiederholt es bis dahin und guckt dann erst weiter. Der nächste Schritt ist, dass ich nicht nur den ersten Beat, sondern den zweiten auch so mache. Aber ganz wichtig, lass den dritten und den vierten Beat als Tipps. Weil das ist das Schwierige, dass der Beat durchgeht und dass meine Microtime mit rechts, mit der Beathand auf dem Beat ist. Ja. Das heißt, ich mache das jetzt mal, der erste und der zweite Beat haben beide diesen Double Off Beat. Das heißt, Double Off Beat ist E und D, diese Zählzeiten und dann auch auf der zweiten Viertel, E und D nennen wir Double Off Beat. Ja. 3 E und D, 4 E und D, 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D, 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 1 E und D, 2 E und D, als Bässe. Das ist ziemlich heikel, das ist wie Balancieren lernen. Ich mache das wirklich erst über einen Beat und dann über zwei Beats. Weil wenn ihr den Beat verliert oder die Microtime, habt ihr gar nichts, dann geht er lieber Zeichentrickfilme gucken. Ja. Ganz wichtig. Und dann könnt ihr es probieren über drei Beats oder dann letztlich über vier Beats. Aber das ist richtig. Da habt ihr wahrscheinlich die ganzen Corona-Ferien was zu tun, über vier Beats hinzukriegen. Also mal gucken, wenn ihr das schafft, das kann ja sein, dass jemand von euch das schafft, schickt mir doch ein Video. Ich fände es klasse, wenn ihr mir ein Video schicken würdet oder eine Sprachnachricht oder wie auch immer eine WhatsApp, ob das überhaupt möglich ist, ob ihr das versteht, ob ich das klar erklärt habe oder ob euch irgendeine Info fehlt, dass ihr das überhaupt machen könnt oder dass das für euch vielleicht gar keinen Sinn macht, was das soll. Diese Technik, dass die Beathand und die Offbeathand selber einfach eigenständig eingesetzt werden können, hilft euch, alle Rhythmen spielen zu können, die ihr wollt. Ihr könnt als letzte Idee euch vorstellen, so habe ich das als kleiner Junge angefangen, ich habe einfach die Hände laufen lassen, ich mache es ein bisschen schneller jetzt und habe mir vorgestellt, dass die Maschine immer weiterläuft und habe dann abwechselnd mal die rechte Hand, mal die linke, runter auf den Bass oder oben. Und ihr merkt, wenn ich diese Tipps leise mache und dann einzelne Akzente oder zwei, immer wieder Pausen, um ins Gleichgewicht zu kommen mit den Tipps. Rechts, links, rechts, links. Ja. Das heißt, einfach diese Mechanismen mal ausprobieren, Hand to Hand, läuft durch, aber wesentlich langsamer. Und ihr schickt einfach eine Hand runter für einen Schlag oder zwei und holt sie wieder hoch und guckt, ob das noch gleichmäßig läuft. Ich schicke meine linke Hand. Das ist schwer, weil es nicht auf dem Beat sein soll. Die linke ist auf dem Double-Off-Beat. Improvisiert rum, schickt mir ein Video oder eine Sprachnachricht oder was auch immer. Ich freue mich, von euch zu hören. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao.